Seit ich 15 bin, liebte ich Horrorfilme. Dawn of the Dead, Brain Dead, 20 Weeks Later. Ich stellte mir vor, wie es wohl sein würde, wie es wohl wäre, in einer apokalyptischen Welt zu leben. Ohne Bürojob, ohne Verpflichtungen, ohne Routinen. Nur ich. Nur das essentielle Überleben. Ich malte mir Szenarien aus von Verteidigungsmaßnahmen, selbstgebauten Waffen, Rückzugsmöglichkeiten. Ich studierte die Untoten, fand ihre Schwächen und war mir sicher, ich würde überleben. Was für ein Irrtum das war. Im jahrelangen Kampf gegen immer neue Bakterienstämme hatte die Wissenschaft schließlich den Kürzeren gezogen. Es gab kein Antibiotikum mehr, das der neuen Art an Erregern noch etwas anhaben konnte. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich die Seuche im ganzen Land aus. Wo genau es begonnen hatte, wusste keiner. Frankfurt, Hamburg, Ulm. Zuerst Städte der Toten, jetzt Städte der Untoten. Willkommen zum Ende der Welt, dem Abend der Apokalypse. Das Mädchen von nebenan, die Clowns. Ich habe Clowns schon immer gehasst. Dass sie nun untot sind und ihr Publikum auffressen wollen, macht die Sache nicht leichter. Als Patient Null in das saftige Burgerbrötchen biss, wusste er noch nicht, dass dies der Anfang vom Ende sein sollte. Der Virus tötete schnell. Husten, Schwindel, Kopfschmerzen, Tod. Nur leider nicht dauerhaft. Dass etwas nicht stimmte, erfuhr ich von einem Freund. Till wurde sein Hobby zum Verhängnis. In den abgelegenen Gebieten des Thüringer Waldes konnte sich die Seuche unbemerkt ausbreiten. Die Untoten fanden Unterschlupf in Waldhütten, Höhlen oder verlassenen Bunkern. Wow. Alles in Ordnung? Geht's euch gut? Scheiße. Was ist denn los? Du klangst vorhin so seltsam. Komm mal mit, ganz übel, ganz übel. Sieht ungesund aus. Hat er was gesagt? Nein, er hat mich nur angeknurrt und wollte mich dann beißen. Ich habe mir was zu essen gegeben, das hat ihn dann ein bisschen besänftigt. Was zur Hölle? Ja. Morgen. Der nationale Notstand wurde ausgerufen. Bitte bleiben Sie bis auf Weiteres in Ihrem Haus. Weist irgendeines Ihrer Familienmitglieder ungewöhnliche Symptome auf? Scheißviecher. Was genau meinen Sie mit ungewöhnlich? Hat einer Ihrer Angehörigen Hunger auf Fleisch, Schwierigkeiten zu sprechen oder sabbert? Nein.
Heuschnupfen. Ganz übel. Himmel noch eins. Dieser Heuschnupfen, der bringt mich doch irgendwann um. Na gut, haben Sie noch mal Glück gehabt. Aber lassen Sie sich mal untersuchen. Einen schönen Tag noch. Ja, schau. Scheiße. Wieso hast du es ihnen nicht gesagt? Sie hätten uns helfen können. Die waren nicht da, um zu helfen. Die waren da, um zu töten. Soldat, erstatten Sie Meldung. Einheit Echo Zulu 1 am Hauptquartier. Wir bitten ein Observationsteam. Ich glaube, wir haben hier was Interessantes gefunden. Vorwärts. Jawohl. Kann er sprechen? Er ist untot. Wie soll er da sprechen können? Ich dachte nur. Und was machen wir jetzt? Gib mir mal den Block. Oh mein Gott. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Was hat er da eigentlich? Das würde ich lassen. Habe ich auch schon probiert. Offensichtlich hat er eine Art emotionale Bindung zu dem Vieh aufgebaut. Das ist unglaublich. Krank. Da draußen geht die Welt unter, diese Viecher laufen rum und wir bieten einen von denen über Tiere. Ah ja, da haben wir es ja. Neuroparasiten. Neuro was? Neuroparasiten treten vereinzelt in Zentralafrika auf. Sie nisten sich im Stammhirn des Wirts ein und manipulieren dessen Handlungen in ihrem Interesse. Eine Infektion führt innerhalb kürzester Zeit zum Tod. Bekannte Vertreter sind unter anderem Xenos vesparum. Für den Menschen sind die Parasiten ungefährlich. Ja und? Was wäre, wenn diese Viecher doch nicht so ungefährlich sind? Moment! Von was reden wir hier? Um es mit einem Wort zu sagen: Zombies. Scheißviecher. Die Antibiotika schlagen nicht mehr an. Gar nicht? Vor 2 Wochen konnten wir die Sache noch eindämmen. Aber nun scheint es, als beschleunigten unsere Medikamente die Infektion nur noch. Ja? Na dann schaffen Sie ihn her! Ist mir egal wie! Sie kriegen alle Mittel! Hallo? Ist da wer?
Sophie? Sophie? Na, ist da jemand von den Toten aufgewacht? Na, hoffentlich nicht. Was ist passiert? Wir hatten heute Nacht Besuch von den Militärs von gestern. Die gute Nachricht ist, ich konnte sie vertreiben. Was zur Hölle? Die gute und die schlechte? Sie haben Till mitgenommen. Was? Es tut mir leid. Wir müssen ihn retten. Ja. Was? Sag mal, bist du? Du bist da raus und so einen Untoten retten? Ja. Zu diesen Zombies oder wie du sie nennst? Ja. Ja, und wie sollen wir uns verteidigen? Bist du sagen, haben wir genug? Das ist nicht das Problem, ja. Aber wir wissen doch gar nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Emotionale Bindung. Sehr interessant. Von den Verantwortlichen gab es noch nicht. Man wird nur vertröstet. Allerdings kann man seit heute Morgen feststellen, dass sich irgendetwas am Militärstützpunkt Vielseck tut. Was genau das ist, kann man nur spekulieren. Die Menschen allerdings klammern sich an jeden noch so kleinen Hoffnungsschimmer. Vielseck, na klar, der größte Stützpunkt hier in der Gegend. Da müssen sie ihn hingebracht haben. Wir sollen da einbrechen? Ja, hast du eine bessere Idee? Ja, sogar viele. Meine Damen und Herren, Sie haben wahrscheinlich alle schon von unserem Gast gehört. Er ist das erste Subjekt, das menschenähnliche Eigenschaften behalten hat. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber wir werden es herausfinden. Weil diese Viecher da draußen werden wir niemals heilen. Aber vielleicht finden wir einen Weg, sie zu kontrollieren. Gibt das Sinn, wenn Sie das kontrollieren? Wir haben Ihnen unsere Pläne mit einer kleinen Fotomontage verdeutlicht. Ein Soldat. Willenlos. Manipulierbar. Schmerzresistent. Und das Beste ist, de facto nicht zu töten. Denn das ist er eigentlich schon. Sind wir mal ehrlich, eine Rettung wird es nicht geben. Aber diese Kreaturen könnten der Grundstein für eine neue Gesellschaft sein. Einer elitären Gesellschaft. Eine starke Gesellschaft. Die Herrschaft weniger. Unserer Gesellschaft. Und das, was uns zunächst wie die schlimmste Seuche der Menschheit vorkam, wird der Schlüssel zu dem sein, was wir uns immer erträumt haben. Okay, der Plan ist klar. Ich renn voraus und du gibst mir Rückendeckung. Wenn sich irgendetwas bewegt, dann drück ab. Und du meinst, es funktioniert? Das muss funktionieren. Die Bauanleitung habe ich von Tarantino. Nein, wenn du meinst. Okay, bereit? Eigentlich nicht. Gut, sehr gut. Oh.
Father got the swipe, it's all late. Hurry on, you roll in a battered head. In a scabbard light with the rotting red. And they really hate them. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Ich mach jetzt echt in diesen scheiß Militärkomplex ein, wo die mit diesen Viechern experimentieren. War's das jetzt? Nein! Oh, und mein Nagel ist eingerissen. Du, ich glaube, das ist jetzt unser geringstes Problem. Wieso? Nee, also, da spring ich lieber von der Brücke. Nix gibt's. Dann müssen wir uns halt einen anderen Weg suchen. Wann können wir mit der Produktion anfangen? Wir wären soweit fertig. Wir warten auf Ihr OK. Aber wir sollten die A1-Reihe vernichten. Pavalapap! Scheiße. Sir, zwei Unbefugte im Block A. Dann darf ich fragen, was Sie hier treiben? Wo ist Till? Till? Ach, Sie meinen unsere neue Biowaffe? Zu ruhig. Ja, dem geht's gut, was man von Ihnen beiden nicht mehr lange behaupten kann. Ist zu ruhig hier. Was ist eigentlich an dem Schild Betreten verboten so schwer zu verstehen? Können Sie nicht lesen? Es ist zu ruhig. Pass! Red Alert. Red Alert. Oh Red shit. Alert. Wie alt ist die Soldat? Mike. Ihre Mutter wäre stolz auf Sie. Wie ist der Plan? Oh!
Scheiße. Dem geht's gut, was man von ihm beiden nicht mehr lange glauben kann. Was ist eigentlich an dem Schild Betreten verboten? So schwer zu verstehen. Können Sie nicht lesen? Aber Chef, Sie können. Sie meinen unsere neue Biowaffe? Ja, dem geht's gut, was man von Ihnen beiden nicht mehr lange behaupten kann. Was ist eigentlich an dem Schild Betreten verboten? So schwer zu verstehen. Können Sie nicht lesen? Aber Chef... Sie meinen unsere neue Biowaffe? Ja, dem geht's gut, was man von Ihnen beiden nicht mehr lange behaupten kann. Was ist eigentlich an dem Schild Betreten verboten? So schwer zu verstehen. Können Sie nicht lesen? Aber Chef, Sie können nicht lesen. Wie? Ihr könnt nicht lesen? Mensch, da müssen wir was machen. Das wird jetzt schwierig.